Leute, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Ungeklickt. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute mal absichtlich kein Subchat. Denn ihr seht es, dieser Spam ist real, Leute. Hashtag Bett genommen, Hashtag Bett genommen, Hashtag Bett genommen, Hashtag Bett genommen. Ja, Leute, ich habe ein dunkles Geheimnis. Ich habe ein dunkles Geheimnis. Darüber werden wir heute reden. Leute, ich bin aufgeflogen, Leute. Ich habe ein dunkles Geheimnis und es wurde jetzt gelüftet. Boolean Jam hat eine Ansage gemacht. Ihr wisst ja noch, was die letzten Tage so los war mit dem ganzen Beef und dem ganzen Stress. Das könnt ihr vergessen, weil das war dagegen ein laues Lüftchen. Das hier ist das Allerschlimmste, was hätte passieren können. Die schlimmste Ansage in YouTube Deutschland 2020. Ich habe befürchtet, dass es ans Tageslicht kommt. Ich dachte, es wird irgendwann vergessen werden. Nach sechs verdammten Jahren, in denen ich es vertuscht habe und verheimlicht habe. Jetzt kommt alles zurück. Es ist zu spät, ich kann nichts mehr dagegen tun, Leute. Wir schauen uns die Ansage an. Verdammt, sechs verdammte Jahre. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Sechs verdammte Jahre und ich dachte, ich wäre frei. Ich bin extra auf eine Insel gezogen, um diesem Thema aus dem Weg zu gehen. Aber selbst das hat nicht gereicht. Ja, ich stelle mich der Verantwortung. Ich stelle mich meiner Vergangenheit. Let's go. Wer hat das verraten? Leute, ihr habt recht. Bamshop. Hi, ich bin Vincent Lee, übermüdeter Musikproduzent und Familienvater von zwei süßen Töchtern. Hier sind sie. Süß! Süß, ne? Ja, aber es gibt etwas, das überschattet all das. Das überschattet dein Glück mit deinen Kindern, mit deiner Familie. Und ich habe daran Schuld, dass dein Leben seit 6 Jahren nicht mehr dasselbe ist. Vince, bevor du weiterredest, ich weiß doch schon, es tut mir leid. Was soll ich noch tun? Und glaub mir, es war nicht leicht, sie ohne Bett zu zeugen. Oh, verdammt. Immer mit dem Finger in die Wunde, er reibt tiefer rein. Er hat sie im Stehen gezeugt. In der Dusche und auch auf der Waschmaschine. Es war nice, aber es war nicht das gleiche wie im Bett. Ja, und es ist meine Schuld. Ich hasse mich selbst dafür. Ich hasse mich für das, was ich getan habe. Aber ich kann es nie wieder gut machen, oder? Und der Grund dafür bist du, Unge. Und gestern im Juice Stream kam die ganze Sache endlich mal ans Licht. Unge war damals halt so frei, dass er halt voll auf bei uns vorbeikam im Longboard. Es war der 24. August 2014. Nein, er hat genau wie ich den Tag niemals vergessen. Diesen einen verdammten Tag vor 6 Jahren. Werde ich nie vergessen. An dem Tag hast du mir mein Bett genommen. Der Vince hatte immer schon so einen Groll, der hatte immer Angst wegzugehen, weil jedes Mal, wenn er weggeht, fehlt irgendwas. Ist echt so. Es fehlt immer irgendwas oder irgendwas ist vielleicht kaputt. Oh shit, Vince Bett ist kaputt. Oh, Alter. Alles kaputt. Ja, und an dem Tag war es dann halt so. Unge kam halt rein, nimmt diese Nerf Gun, ballert die ganze Zeit da rum und springt herum von Bett zu Bett, ne? Und springt auf Vinces Bett so, bis es auch mal kracks. Also, ich sehe ein, ich habe einen Fehler gemacht. Aber das ist eine Überdramatisierung der Ereignisse. Das ist so nie passiert, Ju. Du willst nur alles noch schlimmer machen. Das kann nicht wahr sein. Aber so durchbricht einfach. Warum macht er das denn? Aber gab es eine Entschädigung oder zumindest mal eine Entschuldigung? Nee. Ich habe mich zu sehr geschämt an diesem einen Tag. Ich habe versucht, diesen Tag aus den Köpfen aller Menschen zu löschen. Ich habe alles versucht. Ich habe Milch ist Gift in die Welt gesetzt, um ein anderes Thema in den Fokus zu bringen. Aber selbst das hat nichts gebracht. Ja, irgendwer ist einfach abgehauen einfach. Du kannst doch nicht einfach Betten zerstören und nach Madeira abhauen und dich vor der Verantwortung drücken. Ich meine, du schuldest mir Lattenrost seit fast 6 Jahren. Und wenn ich jetzt noch die Lattenrostzinsen draufschlagen würde, dann ist es definitiv schon ein ganzes Bett. Diese verdammten Lattenrostzinsen. Wieso ist das nur passiert? Kann ich die Zeit nicht zurückdrehen? Aber ich weiß,
Du bist ein Ehrenmann und lässt sowas nicht auf dir sitzen. Da hast du recht, Vince. Da sprichst du wahre Worte. Oh mein Gott, ich schulde Vincent noch ein Lattenrost. Ja, ich habe früher von Vincent einen Lattenrost kaputt gemacht. Vincent, ich werde mich darum kümmern. Nani? Ich weiß nicht genau, wie du dich darum kümmern willst, aber bevor jetzt einfach nur ein Lattenrost auf die Straße gestellt wird, würde ich mir wünschen, vor allem, da ich am Samstag Geburtstag hatte, dass du jetzt für ein... Alles Gute nachträglich, Vince. ...ein paar Stunden ausnahmsweise mal deine Insel verlässt und ins Haus kommst, nach Aachen. einfach so ein Shot von Aachen. Man kennt's. Wir gemeinsam hier eine Schlafstätte errichten, die es auch wert ist, Bett genannt zu werden. Und ich mit Vorfreude in die Nacht gehen kann, weil ich weiß, Unge lässt mich jetzt gut schlafen. Verbreitet meinen Kummer mit Hashtag Bett genommen, sodass Unge es sieht. Wäre cool. Dann sehen wir uns auch mal wieder, du Witz. Entweder Julian hat ihn nur angestiftet, damit er mich endlich wiedersehen kann, oder Vincent ist seit 6 Jahren unglücklich ohne Bett. Egal was der wahre Grund dahinter ist, egal was, ich werde euch jetzt Folgendes sagen. Er sagt... Ich weiß nicht genau, wie du dich darum kümmern willst, aber bevor jetzt einfach nur ein Lattenrost auf die Straße gestellt wird, würde ich mir wünschen, vor allem, da ich am Samstag Geburtstag hatte, dass du jetzt für ein paar Stunden ausnahmsweise mal deine Insel verlässt und ins Haus kommst. Hör mir zu, Vincent. Vincent Lee. Hör mir zu. Ich nehme dein Angebot an. Ich werde zum ersten Mal seit über einem Jahr diese Insel verlassen, um mich um dieses Problem zu kümmern. Aber hör mir erstmal komplett zu, Vincent. So einfach kommen die anderen mir auch nicht davon. So einfach, guckt euch dieses Video an. Was seht ihr hier? Was seht ihr da? Oh shit, Vincent, Bett ist kaputt. Oh, Alter. Habt ihr das gesehen, was da passiert ist? Dena hat mich dahin getrieben. Dena hat mich in die Ecke getrieben mit der Nerfgun. Und schaut mal, von wem Dena getrieben wurde. Oh, Alter. Von Cheng. Und deswegen sage ich jetzt Folgendes. Ich komme in euer Haus nach Aachen. Zur Gamescom. Also in dieser Zeit, ja? Ich erwarte aber, dass Cheng und Dena beide die Eier haben, ebenfalls dahin zu kommen. Und wir zusammen bauen dir ein neues Bett, das du nie wieder verlassen möchtest. Einen Tempel, der eine Oase des Schlafens. Und dann ist die Sache geklärt. Alle. Habt ihr das verstanden? Alle. Auch wenn Dena und Cheng kneifen werden. Ich werde trotzdem kommen. Lasst mir einen Schlafplatz irgendwo im Haus in der Gamescom-Zeit. Ich werde von Köln nach Aachen kommen. Ich werde mich darum kümmern. Aber wenn Dena und Cheng Ehre im Leib haben, kommen sie mit. Denn dieses Bett habe ich nicht alleine zerstört. Das ist mein Angebot. Was sagst du dazu, Vince? Aber ich weiß, du bist ein Ehrenmann. Das ist eine gute Antwort. Das ist eine nette Antwort. Ja, und du hast recht. Du hast recht in allen Punkten. Schuldig. Ich bin einfach ein absoluter Ehrenmann. Wann ist die Gamescom? Gamescom 2020. Die Gamescom ist vom 25. bis zum 29. August 2020. Okay, also entweder wir treffen uns am 23. mit allen zusammen bei euch im Haus. Nee, pass auf. Oh mein Gott. Okay, pass auf. Am 29. August ist die Gamescom zu Ende und am 31. August habe ich Geburtstag. Wir bauen am 30. August bauen wir ein Bett auf und am 31. August zu meinem Geburtstag werde ich dieses Bett wieder zerstören. Denn ich habe Geburtstag, ich darf machen, was ich will. Und dann gibt es die Longboard Tour 2 mit allen Beteiligten. 2 Tage vor meinem Geburtstag ist die Gamescom zu Ende. Das heißt, ich werde meinen Geburtstag in Aachen feiern. In deinem neuen Bett. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu, Vince? Ein Ehrenmann. Okay, alles klar. Da haben wir es ja geklärt. An dieser Stelle, Kuss geht raus. Schaut bei Bullen Jam vorbei und überbringt ihn den Konter-Hashtag. Unge kommt, Dena und Cheng auch. Okay? Unge kommt, Dena und Cheng auch. Das ist ein ewig langer Hashtag, der sieht so aus. Hashtag Unge kommt, Dena und
Cheng auch. Diesen Hashtag, den könnt ihr jetzt zurückschießen, nachdem Hashtag Bett genommen hierhin geschossen wurde. Habt ihr sonst noch Fragen? Vince, willst du noch was zum Abschluss sagen? Bist ein Ehrenmann. Ach, das ist nett, danke. Okay, Kuss geht raus, wir werden sehen. Cheng, kannst du deine Insel auch verlassen für die Gamescom? Dena, du wohnst sowieso in Köln. Kannst du dein Haus verlassen für Aachen? Wir werden es sehen.